Ja, ein schönes Hallo zu einem neuen Video. Eigentlich sollte das ein Video werden, wie ich mir Spiegeleier auf dem Wendeofen brate, aber es regnet, es ist usselig. Und da dachte ich mir, mach einfach mal ein Video und zeig mal, wie du das Teil gebaut hast. Das Innenleben besteht im Grunde genommen nur aus zwei Blechen. Das ist das erste, das ist hat die Größe von einem Innendurchmesser von dem Rohr. Das zweite ist auch ein Blech, Außendurchmesser gleich Innendurchmesser von dem Rohr, von dem Ofen. Hier einfach ein paar Löcher reinbohren, das sind jetzt zu viel, hat sich im Nachhinein gezeigt, es reicht, wenn man die übereinander legt und dann nur praktisch hier die Löcher reinmacht, denn da kommt das Rohr. Das wird einfach hier drauf gestellt. Die untere Blechscheibe ist nur dafür da, dass das Rohr nicht rausfällt, damit das Rohr dieses Rohr nicht in dem Wendeofen schlackert. Einfach ein paar Drähte gebogen, oben mit der Flex ein Kreuz reingemacht, dass die Drähte praktisch nur halten. Ja, man sieht es ein bisschen. So, zu diesem Innenrohr oder Mittelrohr, das ist nur so lang wie von dem Boden bis zur untersten Lochreihe von dem Wendeofen. Hier habe ich auf vier Seiten 6,5 Löcher reingebohrt, dass die Luft ziehen. Ihr müsst euch das so vorstellen, hier ist ja jetzt noch das Rohr außen rum. Um dieses Rohr ist das Brennmaterial und das Feuer brennt langsam von oben nach unten runter. Je weiter das Feuer runter geht, desto weniger Sauerstoff kommt. So, und jetzt ist praktisch dieses Rohr, das zieht von unten Luft, weil hier an der Seite wird das warm. Die warme Luft will nach oben weg und zieht praktisch von unten frische Luft nach. Und die frische Luft geht aus diesen Löchern raus und unterhält mir den Schwelbrand, dass ich mein Holzgas kriege, dass ich oben, sprich hier, die Flammenbildung habe. Das ist der ganze Hintergrund. Ja, das ist, wie gesagt, 6,5 mm Bohrung alle 2 cm. Und was ganz wichtig ist, das Rohr muss oben verschlossen sein. Ich habe da einfach ein Blech genommen, das ausgeschnitten und einfach reingedrückt. Das muss nicht hundertprozentig abdichten, reicht, wenn nicht ein kompletter Luftstrom da ist. So, das wäre praktisch das Innenleben. Damit schon erledigt. Jetzt kommen wir zu dem Ofen. Das ist ein Rauchrohr. Kann man im Baumarkt kaufen. Der Baumarkt mit dem Eichhörnchen und den drei Buchstaben kostet, Pi mal Daumen 20 Euro. Dieses Rauchrohr hat oben eine Verjüngung. Die wird abgeflext. Nicht weggeschmissen, kann man auch als Schablone nehmen für die Bleche. So, die Bleche sind aus Edelstahl, kriegt man auch in besagten Baumarkt. Dann braucht ihr, um den Ofen zu bauen, eine Flex und eine Bohrmaschine, das ist alles. Dazu noch ein 6,5er Bohrer für das Mittelrohr. Ja. Und das hier sind alles 8,5 mm Bohrungen. Wichtig ist nachher auch beim Ausflexen, dass man hier ein Loch mit reinbohrt, hat man es einfacher zum Flexen und das Material kann nachher auch nicht reißen, weil es eben ein Loch hat. So, es geht jetzt los. Das hier sind, was habe ich da genommen? 7 cm
habe ich angezeichnet. Dann in einer Höhe von 8,5 cm die erste Schraubenbohrung. Und da kommt ja dann praktisch ein Boden zu liegen. Und über dem Boden 1,5 bis 2 cm die erste Reihe Löcher. Wie gesagt, das sind 8,5 Bohrungen, insgesamt 12 Stück. Das gleiche macht man sinngemäß auch hier oben. Den gleichen Abstand. Ja, kann man es sehen. Ja, auch 7 cm. Um jetzt hier oben die Abstände reinzukriegen, geht man einfach hin mit einem CAD-Programm. Kann man sich kostenlos im Netz runterladen. Fängt mit L an und hört mit CAD auf. Da macht man sich so eine Schablone. Die konzentrischen Ringe sind eine große Hilfe, wenn man das Rohr hier draufsetzt, damit man sich hier die 12 Bohrungen markieren kann. Damit man die Markierung auf dem dunklen Rohr gut sieht, nimmt man einfach Malerkrepp, klebt das drauf und kann damit Kugelschreiber draufmalen. Der Abstand von den Lochreihen zwischen den und den Reihen, das sind 2 cm. Ja, 2 cm. Die sind dann einfach nur versetzt. So, um hier oben die Abstände reinzukriegen, geht man einfach hin, nimmt sich diese Schablone, die Striche einfach nach oben verlängern und geht dann hin. So, das lasse ich stehen. Die zwei Teile nehme ich raus. Das lasse ich wieder stehen. Das nehme ich wieder raus. Das lasse ich stehen. Das nehme ich wieder raus. Und schon habe ich die drei Pottstände. So, die Schrauben an der Ecke sind im Grunde genommen nur dafür da, dass ich praktisch von innen gesehen jetzt hier das Blech reinlegen kann und dass es nicht rausfällt. Das ist dann im Grunde genommen schon alles. Ja, dieses Lochblech, wo das Rohr aufgesteckt wird, einfach so ein ausgeschnittenes Blech nehmen, das Rohr ungefähr mittig draufsetzen, anzeichnen und mit dem Dremel mit der kleinen Flexscheibe einfach einschlitzen, nach innen wegdrücken und dann so, dass man das Rohr da einfach reinstecken kann. Muss nicht schön aussehen, Hauptsache es passt. Das ist im Grunde genommen alles. Bauzeit, ja gut, sag ich mal, 2, 2,5 Stunden mit einer Zigarettenpause vielleicht 3. Aber das ist alles kein Hexenwerk und was man an Werkzeug braucht, ist eine Flex, eine Bohrmaschine, ein 5er Bohrer, ein 6,5er Bohrer, ein 8,5er Bohrer und ein Dremel. Das war's. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen und ich würde mich über einen Kommentar freuen. Übrigens, Daniel K9 Alex, ich habe deinen Rat beherzigt. Das Handy habe ich beim Film quer gehalten. Ich hoffe, dass das funktioniert. Viel Spaß beim Nachbauen.